Today we're going to touch on a very important part. Heute wollen wir ein sehr wichtiges Thema betrachten. And that is on exactly what we call design and patterns. Und zwar wollen wir verschiedene Muster betrachten und Design. Nature is designed. Die Natur ist entworfen. Okay, if you look at the shell. Wenn wir eine Muschel betrachten. If you look at the caterpillar bird. Wenn wir eine Raupe betrachten oder einen Vogel. If you have ever seen a skull or a dead animal, the skeleton. Oder wenn man einen Schädel sieht oder das Skelett eines toten Tieres. Especially birds. Gerade bei Vögeln. You look at the intelligence, design. Wenn wir dann die Intelligenz dieser Tiere betrachten. To the architect, we study animal structures. Steckt ein intelligentes Design dahinter. Und heute in der Architektur, da werden gerade diese Strukturen von Tieren untersucht. Back there many years ago, I studied, and in our studies, we had to understand how a skeleton of a bird is designed. Als ich früher Architektur studiert habe, da mussten wir lernen, wie das Skelett eines Vogels aufgebaut ist. Or a beehive. Oder wie zum Beispiel ein Bienenstock, eine Bienenwabe aufgebaut ist. Architects are imitating the beehive structures because they are extremely resistant for the minimal amount of material. Architekten, die imitieren den Aufbau eines Bienenstocks, weil dort eine hohe Effektivität mit minimalistischem Einsatz zusammenkommt. So we want to take some of that intelligent design and bring it into the garden. Und dieses intelligente Design wollen wir jetzt auch auf den Garten übertragen. Not just to have a aesthetical garden like you know the French garden of the 17th century, you know, they are beautiful, but they are a little bit artificial. Und damit bezwecken wir nicht nur einen Garten ästhetisch anzulegen, wie ein französischer Garten, sondern 17th century. Aus dem 17. Jahrhundert. sondern um wirklich den Garten auch effizient gestalten zu können. Ja, yeah, without being too fancy and artificial. Wir wollen ihn nicht zu ausgefallen gestalten. Okay, and this is the basis here for working along these lines is to understand there is cooperation in nature and not competition. Und hier sehen wir die Grundlage. In der Natur arbeitet alles zusammen, alles kooperiert und es befindet sich nichts in Konkurrenz zueinander. You realize here that we are putting a number of species under the apple tree, so the grass, the typical grass growing on a prairie, will not be growing there or at least will not thrive. Okay. Und hier sehen wir, dass bewusst andere Pflanzenarten dort unter den Apfelbaum angepflanzt werden, damit das Gras erst gar keine Chance hat, um alles zu übernehmen. So if you have we're going to take an apple tree here. Hier male ich auch einen Apfelbaum auf. Okay. There's an apple tree, very simple, on apples. Apfelbaum mit seinen Äpfeln. Instead of grass. Statt dem Gras. Which is an annual or a perennial, whatever. Gras kann sowohl einjährig als auch mehrjährig sein. We're going to plant here, let's see, Melissa. Statt dem Gras pflanzen wir zum Beispiel Melisse. Melissa is a very interesting plant. Melisse ist eine sehr interessante Pflanze. Because you plant it once and after that it comes back every year. Weil man sie nur einmal pflanzt und dann kommt sie jedes Jahr wieder zurück. Melissa is invasive. Melisse ist auch sehr invasiv. So little by little, it will take over this one. Sie wird also mit der Zeit stärker als das Gras wachsen. Okay. Now we don't do monoculture, and by the way, Melissa attracts a lot of insects. Smells good. Außerdem riecht Melisse sehr gut und lockt dadurch nützliche Insekten an. It's a medicinal plant. Es ist auch eine Heilpflanze. It tastes very good in your smoothies. Die auch in unseren Smoothies einen ganz leckeren Geschmack hat. Okay. We're also going to plant, hopefully, we're going to plant some comfrey. Dann pflanzen wir da etwas Beinwell dazu. So, wir haben gerade
auf die andere Seite Pepperminz gepflanzt. Und jetzt werden wir Baumwolle pflanzen. Okay, wir haben schon ein Loch hier gemacht. So, das ist ein großes Wurzeljahr. Das haben wir rausgeschnitten von einem schönen Baumwollstock. Mache die Erde drauf. Hier schön Raum. And then we're just going to put some mulch on it. Schöne Mulch, ja. Schön. Und jetzt Wasser. Und fertig. Bis in einem Jahr ist es schon, wird es schon wachsen, groß, so hoch. Das kann man schneiden 3-4 Mal im Jahr. Und das kann man benutzen als hier als Dünger oder im Garten oder kann man auch essen. Ein Blatt per Tag, nicht mehr. Comfrey is a little invasive. Comfrey breitet sich auch gerne aus. Especially if it's in half a shade. Besonders im Halbschatten. So maybe you have another one here. Dann setzen wir auf der anderen Seite auch noch ein Beinwell. Okay, now you have two species and they're going to fight. So you don't have to fight against the grasses. Und jetzt haben wir hier schon zwei Pflanzen, die versuchen, das Gras zu verdrängen, sodass wir uns gar nicht mehr um das Gras kümmern müssen. Maybe you can also plant now a tiller, a plant that will till the soil for you. Dann können wir des Weiteren eine Pflanze setzen, die den Boden auflockert. And which plant, this is very important to follow this pattern of thinking in all the things you do, okay? Und es ist wichtig, dass wir in allen Dingen, die wir im Garten tun, diesem Denkmuster folgen. We're going to plant a horseradish. Wir pflanzen jetzt also einen Meerrettich. Genau, danke. Meerrettich, okay. The horseradish has big leaves. Der Meerrettich hat sehr große Blätter. And has a nice root system. Und ein sehr schönes, großes Wurzelsystem. This will grow all summer. Der wird den ganzen Sommer über wachsen. It doesn't need all these don't need your help to grow. Und die anderen, die brauchen auch keine Hilfe zum Wachsen. They work by themselves. Die kümmern sich um sich selbst. And in the winter, they will, if you don't harvest, then you don't have to harvest all. They will rot. Und wenn man jetzt nicht den ganzen Meerrettich erntet, was dann im Boden bleibt, das verrottet über den Winter. Now you have a micro well, a compost well. I call this a compost well. Dann ist diese verrottete Wurzel sozusagen zu einem Mikrokompost geworden, einer Kompostquelle. A whole field with organic material. Okay. The insect, the bacteria, all kinds of things will come and they will eat. Und die Insekten und die Bakterien, die kommen dann und fressen von dieser Wurzel. Okay, you have also should have a few climbing beans. Dann climbers. Pflanzen wir ein paar Stangenbohnen. This is annual. Kletterbohnen. Das sind einjährige Pflanzen. Unless you live in the tropics and there you plant what we call pigeon pea. Es sei denn, man lebt in den Tropen. Und in den Tropen könnte man dann diese Bohne pflanzen, die Pigeon Pea. Ich weiß jetzt nicht, was das im Deutschen ist. Pigeon Pea is a perennial, the last 5-6 years. Die Pigeon Pea, das ist eine mehrjährige Bohne, die über mehrere Jahre hinweg ihren Ertrag. But here you have to plant Stängelbohnen. Ja. Climbing Bean. Hier müssen wir Stangenbohnen pflanzen in unserem Klima. Well, some people don't like it. But the climbing bone will grow around the tree. Und diese Stangenbohnen, die können sich dann am Baum entlang hochziehen. When the winter comes, the frost comes, it's a tropical plant, he'll die. Wenn dann der Winter kommt und der Frost kommt, dann stirbt die Bohne einfach ab. In the summer, you have a little jungle around your apple tree. Im Sommer sieht der Apfelbaum dann ein bisschen wie im Dschungel aus. And then you have many plants that can thrive with it. Und da kann man noch viele andere Pflanzen dazusetzen, die sich da sehr wohlfühlen. You can also plant Nasturtium. Nasturtium. Yeah. Da kann man dann auch Kapuzinerkresse setzen. You can plant Clematis with many things. Oder Clematis. Okay. Und yeah? Viele andere Pflanzen. You can plant a mixture of annual, perennial,
Root, Climbers, Flowers, Calendula, Tagetes, lot of things that will eventually see themselves next year. You don't even have to work. Und so setzt man also ganz viele verschiedene Pflanzen, eine Mischung aus mehrjährigen und einjährigen Pflanzen zusammen, die sich dann im nächsten Jahr selber aussehen und dann braucht man sich gar nicht mehr drum zu kümmern. Okay, so we're using that as a starting point to bring not just one tree, but to get to the point where we recreate a forest, but this is going to be a food forest. Und hier versuchen wir also ein System umzusetzen, mit dem wir einen Wald wieder neu aufbauen, aber diesmal einen Wald, den wir essen können, also ein Food Forest. So how do we multiply this model to a whole system? Wie setzt man dieses eine Modell jetzt aber in einem ganzen System ein? Okay, this is how we establish a food forest. Wie pflanzen wir auf diese Weise einen ganzen Wald? Okay. So this is a model show you how to progress. This is in time, okay? Not geography. This is history. Und hier sehen wir jetzt ein Modell, wie sich so ein Food Forest über längere Zeit hinweg entwickeln kann. Das ist also ein Zeitmodell. Das braucht Zeit. Okay. At the beginning. Anfangs. You have weeds. Typically weeds. Da wachsen dort okay. Einjährige Unkräuter, ganz normales Unkraut wächst da. 300 years ago, 400 years ago, this area was looking like this. Aber vor 300, 400 Jahren war hier das ganze Gebiet Wald. Today, most of the place it looks like this. Heute sieht hier die Landschaft eher wie dieses Unkrautfeld aus. If you don't plant, you have annual weeds popping up. Wenn man nichts anpflanzt, dann kommen von ganz allein diese einjährigen Unkräuter hoch. And the soil is a bacteria-dominated soil. Und dieser Boden wird von Bakterien dominiert. It doesn't mean it doesn't have fungi. Very few. Es bedeutet nicht, dass es dort keine Schimmelpilze auch gäbe, aber es sind nur sehr wenige. So our work is to bring in this back to nature forest. However, you're still going to eat from it. So you have to understand, well, this is the end result. You have to manage both the goat and the cabbage. Okay. The goat and the cabbage. You have to manage both to keep the goat alive and the cabbage because you want to eat it. If you give it to the goat, you have no more cabbage. Also unsere Aufgabe ist es, von das Land weiterzuentwickeln, dass es kein Unkraut mehr hervorbringt, sondern dass es wieder zurück zum Wald wird über viele Jahre hinweg und dass aber dieser Wald wirklich für uns Ertrag abwirft, dass er also ein essbarer Wald ist. Okay, I'm going to show you a practical example. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel dafür. We made a trench, we made the topsoil, we put it here, and the bottom soil, we put it here. Den Oberboden und den Unterboden, die haben wir beide auf zwei getrennte Haufen aufgeschichtet. On the bottom, we put some wood, a lot of wood and bamboos, we put it on the bottom. Und ganz unten in diesen Graben haben wir viel Holz und Bambus hineingelegt. There is no stones there, so we don't going to worry to get stones. We just get put down what we have. Da gibt es keine Steine, also haben wir uns um Steine keine Gedanken gemacht, sondern einfach Holz ausgelegt. Right. Then we placed on the bottom some of the good soil. Dann haben wir darüber etwas von dem Oberboden. Okay. We didn't have a lot, so we put it on the bottom. Wir hatten da nicht so viel davon, also haben wir den gleich unten mit eingebracht. Well, I know that this is aerobic and this is going to be anaerobic, but because it has a lot of air, it will function long enough to get the plant started. Der Oberboden ist normalerweise aerobisch und wenn man ihn dann so unten in einen Graben hineinlegt, der dann bedeckt wird, wird er mit der Zeit anaerobisch. Aber weil so viel Holz mit da hineingelegt wurde, deswegen bleibt er lang genug aerobisch, um den Pflanzen zu dienen. And then we planted put some banana plants. Und dann haben wir da hinein Bananenstauden gesetzt.
And we put a banana just on a little soil, not much soil. Und die Bananen, die wurden nur auf eine sehr dünne Schicht Erde gesetzt. Also da war nicht viel Erde dazwischen. About 20 centimeters soil. Vielleicht 20 Zentimeter. That's enough. Das reicht. And then we put some of that soil here. Dann haben wir weiter aufgefüllt mit diesem Oberboden. Yes, so we put a good layer of soil to cover the whole plant, the whole root system. Und das ganze Wurzelsystem der Banane richtig schön mit Erde abgedeckt. Like this. No, that much. Ungefähr so viel. Right. And then we had the water we had, we flooded that whole trench. Und dann haben wir mit dem Wasser, das uns zur Verfügung stand, diesen ganzen Graben geflutet. We had a banana plant every 2 meters. Wir hatten dort alle 2 Meter eine Bananenstaude gesetzt, so in den Graben. Very, very close. Also sehr eng zusammen. And the water sank in, of course, very fast. Und das Wasser ist natürlich sehr so schnell dry. Eingesickert, weil der Boden so trocken ist. So now all this water is down here. Und dann befindet sich das Wasser natürlich alles da unten in dem Boden drin. Maybe some here. Und manches fließt auch zur Seite ein bisschen weg. Okay. And then we use the dry soil, dry as a bone, some left this one and this one, and we fill the trench this way. Und dann haben wir den Graben aufgefüllt mit der trockenen Erde, die uns noch übrig war, haben ihn so rund mit einer kleinen Kuhle and aufgefüllt. Now all the soil here, und der ganze Boden da oben worked as mulch. Diente als Mulchmaterial. Because it was dry, weil it was er so not, trocken war. He kept the humidity, the water. We put in here the hundreds of liters of water. The water stayed here. Almost no water came up. Weil er so trocken war, hatte alles so richtig versiegelt und das Wasser von unten konnte nicht verdunsten. Because on top we found some straw, rice straw, and so we started to mulch. Dann hatten wir etwas Reisstroh gefunden und haben diesen Graben oben nochmal mit Reisstroh gemulcht. Yeah. Naked soil in the sun is 45 degrees centigrade. Wenn brachliegender nackter Boden der Sonne ausgesetzt ist, heizt er sich auf 45 Grad Celsius auf. But here under the straw, aber unter dem Stroh it's maximum plus 30 degrees. Wird es höchstens 30 Grad warm. Oder 28 Grad. 28 degree things grow well. Und bei diesen Temperaturen, bei 28 Grad, da wachsen die Pflanzen gut. At 45, nothing grows. Bei 45 Grad wächst nichts mehr. Okay. So this is an A-frame we use to make the where to go, where will the bed be, where do we make the trenches. This is called contour design. You just follow the hills. Always level. View from the top, you don't try to make a straight line beds, you just follow the hill. Mit okay. Diesem A-Rahmen, den haben wir eingesetzt, um die Beete ebenerdig anzulegen. Und so sind wir mit den Beeten und auch dem Graben dann, den wir gezogen haben, immer der Kontur des Landes gefolgt. Also wie man hier sieht, der Garten ist an einer Hanglage angelegt. Und es ist wichtig, dass die Beete immer ebenerdig sind. Und sie sind so gebogen, gerade aus dem Grund, damit sie sich an die Hanglage anpassen, an die Konturen des Landes und dann ebenerdig bleiben, damit das Wasser nicht den Boden wegschwemmt. Hier haben wir eine große Wasserwaage benutzt, ein sehr langes Brett und darauf eine Wasserwaage. Man kann aber auch ein, ja, wie nennt man das, ein Water Level, ein A-Frame. Man kann auch einen A-Rahmen benutzen. Dann habe ich mit Stöckern das Beet so gekennzeichnet, wo es mal verlaufen soll. Und dann bin ich halt mit den Stöckern sozusagen der Wasserwaage gefolgt, wo es ebenerdig ist. So this is just to make level. Das hilft uns also einfach, um Ebenerdigkeit zu bestimmen. Okay. So you're going to make to design your beds level. Und wenn wir unsere Beete anlegen, dann sollen sie immer ebenerdig sein, egal wie abschüssig das Land ist. Okay. Wir folgen so diesem A-Rahmen dann im Land. We just put one side here, another one here. When it's level, we make a mark. We move the thing here, find
the mark, which level, and just move on. Wir setzen also den A-Rahmen auf, bestimmen die Ebenerdigkeit, markieren das und setzen ihn dann ein Stück weiter und legen so unser Beet an mit Hilfe von Markierungen. Today we have a laser beam, you know. Heutzutage benutzen sie Laser-Messgeräte. $75 you can buy a decent laser. Für $75 kann man schon so ein Laser-Messgerät sich anschaffen. This one are the same. Same length. That's the A-frame. This, also das ist so ein A-Rahmen. Okay. You can see this one. And this one is the same. And this one. And this one are the same. Die beiden sind jeweils. This is 2.50 meters. If you like, if you want measurement, so you know it. Also das sind meine Maße. Like. Die sind jeweils auf beiden Seiten gleich lang. Okay, and this is 150. Und in der Mitte. 150. Der Stock ist dann 1,50 Meter zu beiden Seiten. You're not limited by this. You can make whatever, but it's got to be equal. And then you have a string here. Und dann haben wir oben eine Schnur. And here you put a stone. Mit einem Stein. So all you need is a piece of string from grass. Tree bamboo, you have a perfect system to make a perfect level. Also es reicht, wenn man drei Bambusstöcke oder andere Stöcke hat mit einer Schnur und einem Stein dran und dann hat man ein ganz einfaches, eine ganz einfache Wasserwaage. I want to explain to you now the pattern. Und jetzt möchte ich euch das Muster erklären. And you can do this with any climate. Okay? Und das kann man in jedem Klima umsetzen. Once you understand the principle, you can do it in any climate. Wenn wir einmal das Prinzip verstehen, dann kann man es in jedem Land wieder umsetzen. And this is how it works. Und es funktioniert wie folgt. This is a system, and I give you the principle, and you adapt it to your climate, to your garden. Das ist also ein System. Ich gebe euch die grundlegenden Prinzipien und die kann man dann jeweils an sein eigenes Grundstück und an sein Klima anpassen. The bed is always 120 centimeters. Und das Beet ist immer 1,20 Meter breit. Well, 120 is nice because if you make it too narrow, the more edges are unprofitable zone. Okay, the edge of the bed, this part here. So if you have too many beds, you're going to lose a lot of space and have a lot of work to take care of the weeds. Wenn das Beet also 1,20 breit ist, ist eine schöne Breite, dann hat man nicht so viel Seitenflächen, Randflächen, an denen sich wieder Unkraut ansammelt. In this system we have a path of 60 centimeters. Und in diesem System sind dann die Wege zwischen den Beeten 60 cm breit. And then you have another bed, 120. Dann kommt das nächste Beet, 1,20 Meter. This is a choice. 120 is very good. The path can be wider. Man kann sich da also auch auf andere Maße noch festlegen. Der Weg kann breiter angelegt werden. In that system, there is no way we can make green manure in the path. Und in diesem System. There's no water. Ach so, in diesem System in den Philippinen, wie wir es da angelegt haben, da lassen sich auf den Wegen keine Gründünger anbauen, weil einfach kein Wasser dafür vorhanden ist. Alright, here's a pattern. This is called a pattern. Hier haben wir also das Muster. Here we have a line, and this line we call a one, and we call that a fruit line, fruit trees. In der Mitte des Beets pflanzen wir eine Reihe Fruchtbäume. Das ist unsere erste Reihe. Das ist die Fruchtreihe. Okay. On a bed, between, on a line here, between the bananas, you have two meters. Also die Bananen in dieser ersten Reihe sind jeweils 2 Meter auseinander. If you want, you can make 250, 3 meters, whatever, okay? Man kann da auch andere Maße für verwenden, 2,50 Meter, 3 Meter auseinander. But you can also plant narrow, and one day, if it's too narrow, you just use a big sword, machete, and you're going to make chop and drop
compost or mulch for the next generation. Okay. Aber wenn man enger zusammenpflanzt, dann kann man später, wenn es jetzt zu dicht wachsen sollte, einfach mit der Machete reingehen und weghauen, was zu viel da ist. Und das dient dann einfach als Mulch für die nächsten Pflanzen. In this situation, the middle lane is or bed is going to be a vegetable line. Unser zweites Beet haben wir dann als Gemüsebeet angelegt in unserem System hier. It's too sunny for vegetables like lettuce, cabbage, so we're going to use the shade of the trees, so we can grow. Nobody grows lettuce here, so we're going to grow lettuce. Dort in den Tropen ist es zu heiß, die Sonne scheint zu stark, als dass man da Gemüse einfach so anbauen könnte. Es muss also von Bäumen überschattet werden, damit es nicht von der Sonne versenkt wird. Number three is called a fertilization line. Unser drittes Beet ist unser Düngerbeet. Okay, what do we mean by this? We're going to grow things, fast-growing plants as well, fast as possible. Hier bauen wir Pflanzen an, die sehr schnell wachsen. We're going to grow bananas as well. Darunter Bananen. Okay, this will be the veggie line. This will be the number one again. This is a fruit line. So this is a pattern. You know, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, very simple. Hier haben wir also ein System drin. Wir haben unsere erste Linie als die Obstlinie, dann das Gemüsebeet, dann das Düngerbeet und dann machen wir wieder die zwei, ein Gemüsebeet, dann wieder ein Obstbeet. Okay. Und so wechseln wir 1, 2, 3, 2, 1 und so geht es weiter. Now, of course, if you live in this climate with less sunshine, you have to know, you may have to have one fruit line, two or three beds with vegetables, so you have more space, you need more sunlight, okay? You don't follow this pattern. You have to design your pattern for your climate. Jetzt muss man natürlich bedenken, in unseren Klimazonen, da würde man jetzt nicht jeweils ein Gemüsebeet zwischen den Baumreihen anlegen, sondern vielleicht zwei oder drei nebeneinander, damit mehr Licht einfällt, weil bei uns einfach die Sonne nicht so viel Kraft hat. Und wir müssen das also nicht eins zu eins übernehmen, sondern das Grundprinzip nur übernehmen und dann daraus unser eigenes persönliches Design entwerfen. If this is a line view from this side of the garden, okay, if you walk on a path, you look this way, this is what you see. Okay. Jetzt gucken wir uns das mal aus einem anderen Blickwinkel an. Stellt euch vor, okay, ihr lauft einen solchen Weg entlang und schaut dann zwischen den Bäumen durch, quer durch den Garten. Here's another one. Also nicht längs an den Beeten entlang, sondern einmal quer über die Beete drüber. In the middle. Und dann sieht das so aus. We plant these little sticks, which is actually a lucaena. Da haben wir unsere Bananenstauden. Und dazwischen setzen wir dann eine Leucaena. Das ist ein Akazienbaum. Gehört zur Akazienfamilie. Why do we plant this one? Warum pflanzen wir diesen Baum dazwischen? It's a tree that can be, we will trim, because it has a tendency to grow like this, like an acacia. We trim the tree and we let it grow higher than the bananas. Und diesen Baum, da schneiden wir all die Seitenäste zurück und lassen den Stamm dann höher wachsen als die Bananen. Because bananas don't like direct sunlight all day. Weil Bananen kein direktes Sonnenlicht mögen über den ganzen Tag hinweg. Okay, they appreciate, and this is a very, like acacia, fine leaves, small, even smaller, and it does make a little light shade over the gardens. Und der Leucaena-Baum, der hat ganz fein klitrige Blätter, ähnlich wie eine Akazie, und wirft dazu einen ganz weichen, leichten Schatten. Here we will have another Leucaena. Da pflanzen wir wieder einen Leucaena-Baum. And here we will have a coconut. Und hier haben wir unsere Kokosnuss. Nice coconut. Eine schöne Kokosnuss. And this guy comes here and then comes back here 10 meters after. Und dann 10 Meter weiter erst kommt die nächste Kokosnuss. Okay, you have to have 10, 11, 12 meters between.
Also es müssen mindestens 10 bis 12 Meter Abstand sein. So they grow tall, very tall. Denn die werden sehr groß. Or you grow the dwarf one and they are fatter and shorter, easy to harvest. Es gibt auch Zwergkokosnussbäume, die bleiben kleiner, werden dicker. Die Ernte fällt einem dann leichter. So this is a food line. Das erste ist also die Obst, das Obstbeet. Number one. Okay. Nummer eins. So you can replace the coconut and the bananas with a dwarf apple tree, and in that case, every tree, fruit tree, will be different, because a banana is not a tree; it's a grass. In unserer Klimazone könnte man jetzt zum Beispiel die Kokosnusspalmen und die Bananenstauden ersetzen durch Apfelbäume oder andere Obstbäume. Es ist wichtig, dass man dann verschiedene Obstbäume jeweils hintereinander setzt und nicht immer die gleichen. Bananen sind Stauden, keine Bäume. Deswegen kann man mehrere hintereinander pflanzen. And then the next one in the sequence, we're going to grow a papaya tree. Dann setzen wir hier zwischendrin als nächstes eine Papaya. Okay, and then the next is again Acacia. Dann kommt wieder so eine Akazie. Okay, and then the next one will be another banana. Und dann kommt wieder eine Banane. And then another Acacia. Und wieder Leucaena. Eine Akazie. Oder eine Leucaena. And then a coconut. Und dann kommt okay. Die Kokosnuss. So between every tree is 1 meter. Zwischen den Bäumen ist jeweils 1 Meter Abstand. If it's too narrow for you, you can put 2 meters. 150. Wenn das zu eng gepflanzt ist, dann kann man den Abstand auch auf 1,50 ansetzen. On a fruit line here, then it gets more complex, okay? Und jetzt wird es etwas komplexer. In between, we stick a stick of sugarcane in this system. In diesem System pflanzen wir dann dazwischen jeweils ein bisschen Zuckerrohr. I'm not going to show you how we plant sugarcane, but it's a principle. Das ist also ein Prinzip. It's nice here because in one season, in 4 months, you see what you see. Das funktioniert hier sehr schön und wir werden jetzt mal gucken, wie das dann okay. Nach ein paar Monaten aussah. So this is about a week later. Das ist etwa eine Woche grass, später, nachdem wir das Reisstroh ausgebracht haben. The neighbor, he wanted to burn his straw. We say, oh, can we have it? He said, der Nachbar, der wollte sein Stroh verbrennen. Da haben wir gesagt, Moment, wir hätten das gerne. So we got that. So we covered und all our trees. So haben wir mit dem Reisstroh unsere Beete schön abgedeckt. Okay, that's a bottom line principle. Das ist also ein grundlegendes Prinzip. This is a vegetable garden. Das hier ist unser Gemüsebeet. See the vegetable bed? So sieht es da aus. Okay, this put some pumpkins on that fruit line. Und in unser Obstbeet haben wir auch noch Kürbis gepflanzt unten. Because we want your soil to be covered, because even though the straw prevents the weeds to grow, the more plants you have, the less weeds you have. Denn wir wollten den Boden gerne abgedeckt halten, denn egal wie viel Stroh man ausbringt, ein bisschen Unkraut kommt sonst doch noch hoch, es sei denn, Pflanzen überwuchern das. And you see, you have a fruit line, vegetable line, fertilization line. Wir haben also dieses Obstbeet, das Gemüsebeet in der Mitte und dann auf der anderen Seite das Düngerbeet. I hope you catch the vision, und the idea. Ich hoffe, dass ihr hier ein bisschen eine Vorstellung, eine Idee davon bekommt, wie das so funktionieren kann. And the beans are really now starting to crawl around. Und wie ihr seht, die Bohnen, die breiten sich wirklich schon aus. It's starting to become a little jungle. Das Ganze fängt an, sich zu einem kleinen Dschungel zu entwickeln. So in less than 3 months, we pass from a desert to a little jungle. Und in nur weniger als 3 Monaten haben wir also eine Wüste, ein brachliegendes Land, in einen Dschungel verwandelt. And by the way, this is a track we use to water the plants. We got some water way, way far away. Und der LKW, mit dem haben wir diesen Garten bewässert. Da haben wir das Wasser herangeschleppt in Tonnen hinten drauf. Und das Wasser haben wir herangeschleppt für 1000 Quadratmeter Land. And you can see, there's no sickness, no compost.
Und ihr seht, da kommen keine Krankheiten, sogar ohne Kompost. So sieht das Ganze dann 4 bis 5 Monate später aus. And we say, where did you walk in there? Well, we have a nice machete, very sharp. Und da kann man sich dann die Frage stellen, ja, wie kommt man denn da noch durch? Okay. It's called chop and drop. Wir benutzen einfach eine Machete und schneiden das runter, was uns stört. Mulch, producing our own mulch. Schneiden und fallen lassen, nennen wir das. Was wir abschneiden, dass wir fallen, das Mulch dem Boden. In the tropic, it goes fast. In den Tropen geht das ganz schnell. Here, it takes 1 year, maybe 2 years. Hier bei uns dauert es vielleicht 1 bis 2 Jahre, bis sich der Mulch dann kompostiert. Actually, it takes 1 year less, 1 summer. Etwa 1 Jahr oder einen Sommer. You can plant corn, sorghum, Sudan grass, 3 meter tall in this climate. Wir können hier in unserem Klima zum Beispiel Mais und Sorghum anpflanzen. What type of grass? Sorghum, Sudan grass. Sudengras, Millet, all those plants, auch hier so, same family. Und manche, they get 3 meter tall. Manche dieser Pflanzen können bis zu 3 Meter groß werden in einem Sommer bei uns. And at the end of the day, just chop and drop the mulch. Und was wir nicht mehr brauchen, das am Ende des Sommers, das können wir einfach abmähen und dann fallen lassen, damit es für den Winter den Boden mulcht. And this is a kind of a arrangement, a design, a little picture. You're free to do any arrangement you want. Just have to know the size of the tree when they get adults, okay, and how much you can put in. Und hier haben wir wieder ein ähnliches Design, das sich jemand anderes ausgedacht hat. Und da kann jeder sein eigenes Design zusammenstellen. Man muss nur bedenken, wie groß die Bäume werden, wenn sie mal erwachsen sind, dass man sie richtig anordnet. So permaculture and agroforestry have a wonderful future if we begin to think and practice different from what they teach you in the books. Diese Art von Landwirtschaft mit Bäumen, that they don't teach you in books? What they teach in the books, you have to do different, because they don't teach this ja. In the books. Das wird, also diese Not Art yet. Von Landwirtschaft mit Bäumen wird noch nicht in Schulbüchern unterrichtet, sondern eine ganz andere Landwirtschaft. In Europe is still experimental. In Europe, they still experiment in university, in research center, while we know exactly what works and what does not work. In Europa, da wird das alles noch ausprobiert und recherchiert, untersucht, obwohl wir eigentlich schon längst wissen, was funktioniert und was nicht. Okay, when you design your pattern, your system. Wenn wir hier diese Muster, dieses System also planen, you need to know that a forest has 7 or 8 layers. Dann müssen wir daran denken, vertical. Dass ein Wald etwa 7 bis 8 verschiedene Schichten hat, okay. Vertikale Schichten. You have roots, you have plants that store the energy in the roots like a potato. Wir haben natürlich das Wurzelsystem und Pflanzen, die ihre Energie im Wurzelsystem abspeichern, wie zum Beispiel Süßkartoffeln. You have a grassy plant, bushy plants, young, small trees, bigger trees. Dann gibt es Graspflanzen, Buschpflanzen, kleine Bäume, große Bäume. Okay. You have to orchestrate. Und die muss man alle miteinander okay. ins Zusammenspiel so bringen. So, you need to know. What is an herbaceae? What is an annual? Which plant annual you should plant in your climate, in your soil? The bushy plants, the climbers, the mid-sized trees, the bigger trees. And you're going to organize your farm, your gardens with this. Wir müssen also verstehen, welche Pflanzen zum Beispiel Kräuter sind, welche Pflanzen einjährig sind. Und da müssen wir auch verstehen, wie wir die Büsche und die kleinen Bäume und die großen Bäume und alles miteinander anordnen. Und wie das dann in ein paar Jahren aussehen wird. Das okay, wir and then vorstellen. You play with, beside that, you have to think about some plants attract some insects. Da muss man weiter darüber nachdenken, welche Pflanzen man da zusammensetzt. Manche locken Insekten an. Some will grow to cover the ground. Andere sind Bodendecker. Some will pollinate. Andere Pflanzen wieder. Sorgen für die Bestäubung. We have small bush tree, like currants. Dann kann man kleine Büsche setzen. You have some plant for mulch, like comfrey.
Comfrey, Nitrogenfixe. Dann kann man Beinbill setzen als Mulchpflanzen oder Stickstoffbinder kann man dazu setzen. Okay. And then finally you have that. Und irgendwann hat man dann mal sowas. Or that. Oder sowas. It's infinite. Es ist, also dem sind keine Grenzen gesetzt. That's for 2 or 3 years down the road, how it looks like. So kann das dann 2 bis 3 Jahre später aussehen. And this is what can happen. Und so kann das aussehen. So you, das kann geschehen. From a desert, you recreate a forest. Dass man aus einer Wüste wieder einen Wald aufbaut. And that's what we're trying to do. Und das wollen wir gerne umsetzen. So you can pray for me as I'm working, I'm just starting now to have a new farm in the Philippines, in the mountains. Und ich bin jetzt gerade dabei, um eine neue Farm aufzubauen in den Philippinen, in den Bergen. And I would be very happy to have anybody's help. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen kommt. And so you're all welcome. Ihr seid herzlich willkommen. Thank you. Danke. Kann man auch eine Reihe Korn, eine Reihe Sonnenblumen. All right, Kezia, we're here in your beautiful garden. Yeah. Huh? And we're going to visit this part over there. Yeah. But here, what are you growing here? Die Frage war, was wir hier sehen, was das hier ist. Und das ist ein Kartoffelfeld. Und zwar nach einer alten Technik aus Südamerika. Da werden die Kartoffeln einfach ins Gras gelegt und damit Heu abgedeckt. Und genau das haben wir hier gemacht. Und das haben wir gerade vor ein paar Tagen erst angelegt. Da sehen wir hier die Kartoffeln einfach ins Gras gelegt. Okay, so she laid the potatoes right on the grass without working the soil. Okay, good. Und dann kommt dick Heu drüber. And then she puts a lot of grass, hay, this is just hay from the farm here. Und optimal ist es, wenn man dann noch Grünschnitt drüber macht. Okay, so on top you would put some fresh green grass. Mm-hmm. Why would you do that? Weil das grüne Gras, das gibt eine ziemlich lichtdichte Decke, sodass kein Licht durchkommt. Okay. Und dadurch werden die Kartoffeln nicht grün, die bleiben dunkel unten. Okay, very good. So she would put some green grass or maybe you can also use some like sawdust or chips, mm-hmm. Yeah. Something fine, so the light will not come through and damage the potato. Potato don't like, it's a root, so it doesn't like the light. It will turn green and it becomes toxic, yeah? It's a Solanacea plant, so they don't like the sun on their roots. Also statt Grasschnitt kann man auch Sägemehl oder Rindenmulch verwenden, uh-huh. Holzhäcksel. Uh-huh. Und die Kartoffeln, die mögen kein Licht, dann werden sie grün. Uh-huh. Und deswegen müssen sie Licht, also richtig dunkel abgedeckt werden, dass kein Licht durchkommt. So what should you do after? What's your next job? Or? Well, I'm waiting until they start growing. And once they start growing, if I see grass coming through, I cover it again with more mulch. Okay, good. And if the potatoes are coming, I also put more mulch around them, so that they grow more potatoes. Okay. Sobald die Kartoffeln jetzt rauskommen, dann wird mehr Mulch hinzugefügt. Also es ist ähnlich wie Anhäufeln. In Deutschland macht man ja, dass man mit der Erde die Kartoffeln anhäufelt. Und wir häufeln die einfach mit Heu oder Grasschnitt an. Und wenn noch Gras von unten durchkommt, wird das auch nochmal abgedeckt mit frischem Grasschnitt, dass es gar nicht erst die Chance hat, um weiter nach oben durchzuwachsen. Hier haben wir Feldsalat. Sieht jetzt gar nicht nach Feldsalat aus. Den habe ich im letzten Herbst hier auf dieses Beet ausgesät, das ganze Beet. Und dann habe ich natürlich viel geerntet. Und so ein paar Pflanzen habe ich aber stehen lassen, weil ich davon gerne den Samen haben wollte. Feldsalat ist ein Salat, der im Winter gut wächst. Der verträgt auch kältere Temperaturen ganz gut. Ja, und da hat er den ganzen Winter überlebt. Und da hinten, da sehen wir nochmal einen Feldsalat, der in Blüte steht. Der hat ein bisschen später geblüht. Und hier ist er schon fertig. Ja, und da kann ich jetzt die Samen ernten. Das ist noch ein bisschen grün. Hier haben wir die trockenen Samen. So sehen die dann aus.
Also hier habe ich dann die kleinen Samen, die kann man noch ein bisschen nachtrocknen und dann kann man sie in einer Papiertüte einfach dunkel aufbewahren zum Aussehen. Oder so wie ich das hier mache, ich lasse viel auch einfach selber aussamen. Das fällt von alleine hier runter. Hier sieht man nochmal ganz viel Samen auf der Erde. Ja, die liegen hier überall dazwischen. Und im Herbst, im Winter, so Oktober, November, fängt er dann an zu keimen. Und dann habe ich über den Winter wieder genug Salat, um den Winter zu überstehen mit grünen Sachen.